So, also. Sehr geehrte Frau Stadträtin Irma Schwegler, liebe Art Willisau-Mitglieder, liebe Kunstfreunde, sehr geehrte Damen und Herren und vor allem liebe Peter. Ich möchte Sie alle ganz herzlich zur Eröffnung der Ausstellung «Peter Rieser durch die Zeit» begrüßen und übergebe aber gern zuerst das Wort an unsere Stadträtin Irma Schwegler. Ja, liebe Romy, als Präsidentin von der Art Willisau, geschätzter Peter Rieser, geschätzte Gäste. Als Vertreterin von der Stadt Willisau ist es für mich eine grosse Freude, dass ich an dieser Vernissage teilnehmen darf. Ganz lieben Dank für die Einladung. Ein Lebenswerk zu zeigen, ist wohl für einen Künstler wie auch für Veranstalter eine spezielle Herausforderung. Währenddem sich der Künstler nochmal intensiv mit seinem Arbeiten von den vergangenen Jahren auseinandersetzt, hat der Veranstalter die Wahl der Qual, welche Objekte sollen gezeigt werden. In Willisau hat man schon vor längerer Zeit die Möglichkeit gehabt, Einzelausstellungen oder auch Gruppenausstellungen von Peter Rieser zu bestaunen. Das Werk, das jetzt aber da ist, das so zu seinem 80. Geburtstag ist, ist aber sicher für alle ein Highlight. Ich bin überzeugt, dass in der Art Willisau wieder einmal mehr gelungen ist, eine Ausstellung zu präsentieren, die in dieser Herausforderung gewachsen ist. Das Resultat, das wir hier sehen, ist eine grosse Bereicherung und zeigt einmal mehr, dass Willisau ein guter Boden ist für grosses Wirken. Bestimmt können wir jetzt bei dieser Ausstellung viel Neues entdecken. Wir können staunen, wir können hinterfragen und können uns auch einfach freuen, dass der Peter Rieser uns an seinem Lebenswerk teilhaben lässt. In diesem Sinn wünsche ich ihm Peter Rieser alles Gute und viel Freude beim weiteren Wirken. Ganz herzlichen Dank in der Art Willisau für Ihr Engagement und euch als Gäste viel Vergnügen und viel Freude beim Rundgang bei dieser Ausstellung. Danke vielmals. Herzlichen Dank, liebe Irma, für deine treffenden Einführungsworte. Liebe Gäste, Sie sehen, wir haben etwas zu feiern. Der Peter Rieser, Pseudonym für Peter Bolliger, feiert in diesem Jahr einen runden Geburtstag. Art Willisau würdigt sein vielfältiges Arbeiten und präsentiert sein Lebenswerk in einer konzisen Auswahl. Der Peter Rieser lebt und arbeitet seit 1978 in Willisau, ganz im Stillen. Seine letzte Ausstellung war vor 12 Jahren in der Stadt Müllig. Es ist also an der Zeit, sein Arbeiten erneut in einem breiten Publikum in Willisau zu präsentieren. Die Ausstellung zeigt Werke aus 5 Jahrzehnten hier im Rathaus Willisau. Über mehr als ein halbes Jahrhundert hin ist das Werk vom 1939 geborenen Künstler stetig gewachsen, auch trotz Rückschläge und abnehmender Sehkraft. Es ist ein kleiner, aber umso präziser Einblick in sein Arbeiten, wie es der Künstler auch selber gewünscht und formuliert hat. Ich zitiere. Was zu sehen ist, sind Leuchtmarken, die für die Ausstellung von der Art Willisau aus einer kaum überschaubaren Fülle ausgewählt und zusammengestellt worden sind. Hinter jedem von diesen ausgestellten Werk oder Objekt stehen eine ganze Reihe von weiteren. Zitat Ende. Sein umfangreiches Werk ist nicht einfach nur eine formale Übung oder ein simples Abbild der Wirklichkeit, so wie Margrit Menz es sehr treffend in ihrem Text formuliert.
Seine Kunst beschränkt sich nie auf das Formale, sondern ist eine Antwort auf innere und äußere Lebensumstände, auf die Umwelt und das Zeitgeschehen. Gerade darin besteht heute noch ihre Aktualität. In den 1960er Jahren hat Peter Rieser bereits zu den Künstlern von junger Schweizer Kunst gehört. Sein Schaffen ist in zahlreichen Ausstellungen vertreten. Regelmässiger Gast war er unter anderem in der legendären Galerie Räber in Luzern. Sie waren Einzelausstellungen 1970, 1973, 1977. Oder zusammen mit weiteren bekannten Schweizer Künstlern von seiner Generation, wie zum Beispiel der Anton Egloff, Hans Eigenheer, Werner Meyer, Aldo Walker und der Rolf Wienewisser. Der Peter Rieser ist bereits in jungen Jahren ausgezeichnet worden mit dem Kiefer-Hablitzel-Stipendium 1964, dem Eidgenössischen Kunststipendium 1965 und dem Anerkennungspreis der Stadt Luzern 1977. Die aktuelle Ausstellung beinhaltet nebst Malerei und Zeichnung auch Collage, Objektkunst und Fotografie. In den letzten Jahren sind auch Arbeiten auf dem Computer als Hilfsmittel dazugekommen. Auf unterschiedliche Materialien mit verschiedensten Techniken hat Peter Rieser experimentiert und sich so in der Welt genähert. So wie er die Welt erfährt, wird sie reflektiert, verarbeitet und dargestellt. Häuser und Landschaften bilden nur scheinbar harmlose Inhalte. Sie lassen sich gelegentlich tief ins Innere blicken. Die Ausstellung folgt keiner Chronologie. Sie fährt aber mit seinem Frühwerk an, mit Arbeiten, links neben dem Eingang. Banlieue 1964 nennt der Künstler eines von diesen Werken. Es ist eins in Gips, Holz und Ölkreide geschaffenem Bild, das Gebäude am Wasser darstellt. Es ist während einem Paris-Aufenthalt vom Künstler entstanden und stellt sinnigerweise eine Häuserreihe an den Seen dar. Landschaft Afrika von 1974, ein weiteres davon, ist mit Sand und Wasser gemalt worden. Der Peter hat damals für einige Monate in Kamerun gelebt. Gegenüber entdeckt man ein grosses rotes Bild, Erinnerung an Afrika von 1992. Es zeigt, dass der Peter Rieser nicht mit einer Thematik abgeschlossen hat, wenn er ein Werk fertiggestellt hat. Er greift immer wieder auf frühere Themen zurück, findet weitere Variationen und neue Mittel, darauf zurückzukommen und bereits erarbeitetes weiter zu präzisieren. Im grossen Bild daneben Raumfisch. Auch von 1992, wird mit feinen, weissen Strichen eine mächtige Figur in Form eines Fisch auf eine grosse, schwarze Fläche gezeichnet. Es gleicht einem Wandtafelbild. Diesen Umkehreffekt können wir nicht nur in der Technik weiss auf schwarz, sondern auch als interessantes Wortspiel im Titel wahrnehmen. Raumfisch und nicht Raumschiff. Sie sehen, meine Damen und Herren, die Kunst von Peter ist nie gefällig oder beschaulich. Sie kann humorvoll, aber auch bedrohlich wirken und uns die Abgründe des Daseins offenbaren. Ein augenfälliges Objekt sehen Sie zmitzt im Raum davor. Der Urs Bugmann beschreibt es sehr präzise im heute erschienenen Artikel im Willisauer Bot. Leuchtend gelb, ein kraftvoller Lichtstrahl im Bürgersaal,
fällt als eine Art von Zeremonienmantel das mit Acrylfarbe bemalte Kleid auf, das Peter Rieser einst nach dem Auftritt von Sun Ra mit seinem Orchester beim Jazzfestival Willisau geschaffen hat. Wer 1980 bei diesem Konzert im Mohrensaal dabei war, hat beim Blick auf dieses energievolle, malerische Objekt sofort die alle Räume weitenden Klänge im Ohr, sieht wieder den fantasievoll sprühenden Auftritt der farbenfroh gewandeten Musiker. Peter Rieser schaffe, kann aber auch unscheinbar und neckisch daherkommen. Beispielsweise in den Murgischachteln. Der Peter hat sie mit Skizzen und Zeichnungen und mit Altöl bemalt. Oft gestaltet sich die Suche nach neuen Bildträgern als sehr fantasievoll. Neueren Datum sind die drei Neuner-Serien an der eingebauten Abschlusswand. Es sind alles Digitaldrücke, die vor und während der Krankheit des Künstlers entstanden sind. «Krieg und Flucht» von 2004. Mit Spielzeug und Kleinmaterial gestaltet der Künstler winzige Landschaften mit Kriegs- und Fluchtszenen, die dramatisch ausgeleuchtet und fotografiert werden. «Krebs» 2008 und bis 2009, das ist die mittlere Serie. Das Krebsleiden erlaubt es Peter, nur noch auf dem Computer zu arbeiten. Er kämpft, arbeitet unerschütterlich weiter und überwindet schließlich seine Krankheit. In der neuesten Serie aus 2012 malt der Künstler mit Wasser auf eine glatte Platte. Im letzten Moment gibt er einen Tropfen Farbe dazu und fotografiert. Es sind Zeugnisse von einem Werkprozess, aber auch einer Lebensphase. Mit dieser Technik ist das Ergebnis nur bedingt beeinflussbar. Der Künstler nutzt den Zufall des Prozesses. Er übergibt gewissermaßen seine Verantwortung im Zufall. Die Projektionen auf der Leinwand heissen «Nächtliche Stadt». 2008 bis 2012 sind aktuelle Arbeiten von Peter Rieser entstanden. Er fügt hier drinnen Kunststoff und Verpackungsmaterial zu neuen architektonischen Gebilden zusammen. Er baut sich sozusagen utopische Gebäude und fotografiert sie mit atmosphärischer Beleuchtung, so dass sie zu geheimnisvollen Stadtlandschaften wachsen. Zum Abschluss möchte ich mich gerne bedanken. Mein grösster Dank gebührt natürlich dem Künstler, dem Peter Rieser. Ohne ihn wäre das Projekt gar nicht zustande gekommen. Margrit Menz und Gabriela Schönenberger haben ihn von der Idee bis zur Verwirklichung begleitet und die wunderbare Ausstellung konzipiert. Ganz herzlichen Dank. Danken möchte ich auch meinen weiteren Vorstandsmitgliedern Lina Arecker, Benno Baumeler, Priska Christen und Rael Kurme, die sich tatkräftig für das Projekt auch eingesetzt haben. Herzlichen Dank auch an die technischen Helfer, vorab im Kurt Bettig, der maßgeblich beim Aufbau beteiligt war. Im HP Siedler von der Holzwerkstatt Ambiente, die uns die Wand gebaut hat. Und im Guido Bog, Easytronic, der sich für die PowerPoint verantwortlich zeigt. Und last but not least bedanke ich mich bei Ihnen, liebe Gäste, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und mit uns die Ausstellung zu feiern. Auf dem Tisch neben dem Eingang sehen Sie Karten, wo die Heimatvereinigung terminlich schüsst zu unserer Vernissage mit zwei Arbeiten von Peter Rieser produziert hat. Sie sind für 4 Franken erwerbbar.
Zwei Bilder habe ich mir noch speziell für den Schlusspunkt aufgespart. Sie inspirieren mich beide, sie jetzt zu dem Apero einzuladen. Es ist das zum einen das Bild über den Bar. Es zeigt Zustände von verschiedenen Gesellschaften, sogenannte Ideologien. Und direkt hinter der Wand beim Ausgang entdecken Sie die Landschaft mit Haus. Falls Sie also noch Zeit und Lust haben, mit uns einzukehren, sind im Tafusco nach der 8:30 Plätze reserviert, wo wir da oben ausklingen lassen können. Prosit und vielen Dank.